Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play My Time at Porsche. Ich versuche immer noch Remington. Müssen wir da runter? Oh Gott, wir müssen da runter, glaube ich. Ich versuche immer noch Remington. Ich spiele einfach hier runter. Geronimo. Wir müssen immer noch Remington. Wir müssen immer noch Remington den Weidekorb geben. Ich weiß nicht, wie lange das hier noch so geht. Es wird spät, du solltest dich hinlegen. Bereit? Wenn ich es mir recht überlege, komm schon. Das Spiel will, dass ich jetzt sofort da reingehe. Komm, egal, gehen wir. Okay, los geht's. Ich meine, wann soll ich denn machen, wenn ich jetzt, also... Na guti, probieren wir's mal. Ich gieße mir mal noch was zu trinken ein. So. Okay. Bevor Porsche gegründet wurde, kamen einige Bergarbeiter auf der Suche nach Relikten hierher. Irgendjemand dachte, es sei eine gute Idee, sich zu einem Schacht aus dem dunklen Zeitalter durchzugraben. Doch das nahm kein sehr gutes Ende. Daher haben sie ihn versiegelt. An diesem Ort war schon lange keiner mehr. Nimm das, du kannst es hier vielleicht gebrauchen. Ein Hammer der Ziviltruppe. Besonderer Gegenstand. Wie besonders? Ein Hammer, der von der Ziviltruppe der Freien Städte beliebt gemacht wurde. Er repräsentiert ihren eisernen Willen. Angriff plus 20. Okay. 200 Angriff klingt nicht schlecht. Ich weiß nicht. Man kann ja mal probieren, ne? Warte, ich tausche mal mit der Angel aus. Dann hämmern wir mal hier ein bisschen rum. So. Wir probieren es einfach mal aus. Vielleicht ist das ja das, was ich schon die ganze Zeit gebraucht habe. Ein krasser Hammer. Ah, der ist relativ langsam im Angriff, ne? Na, guck mal. Was bist du denn für einer? Ein Tunnelwurm. Ich glaube, ich bleib bei meinem. Kann ich irgendwie... Ich guck mal hier. Und zack. Bam, bam. Ah, ich glaube, ich bleibe lieber bei meinem schnellen Werkzeug. Bleierz, Salpeter, Remington rennt schon zum nächsten Gegner. So, was haben wir denn jetzt hier so? Kann ich hier irgendwo irgendetwas mitnehmen? Ich möchte mich mal ganz kurz umgucken. Das ist jetzt hier einfach nur... Ich weiß nicht. Das ist jetzt hier einfach nur Deko? Ja, anscheinend. Ja, man muss das ja einfach nur untersuchen, ne? Man weiß ja nie, was die perfiden Spieleentwickler sich hier überlegt haben. Ich habe keine Ahnung. Oh, Remington kann teleportieren. Das ist schon mal mehr als alle anderen. Okay, das Ding könnte ich auch benutzen, theoretisch. Brauche ich aber momentan noch nicht. Okay. Wie komme ich hier weiter? Ach, da. Ich habe nichts gesagt. My bad. Das heißt, wir müssen uns jetzt hier durchkämpfen. Ich hau einfach alles tot. Ihr kleinen schleimigen Würmis. Du Zellwurm. Mir geht's mein HP ganz gut, okay. Da kann ich die große Fresse noch haben. Oh, Energiesteine, Schleim. Schleim und Energiesteine. Was gibt's denn hier? Aufsammeln. Jetzt habe ich denn Energiesteine. Und verdichteter Energiestein mit Energiestein und Energiesteinmenge. Dazu noch ein paar Energiesteine. Und habe schon Energiesteine gesagt. Na gut, ich versuche mich jetzt ein bisschen umzusehen. Übrigens, wenn euch das alles jetzt sehr verwirrend vorkommt und die Kamera auch sich so komisch dreht und ihr nicht wisst, wo ich bin, keine Sorge, ich weiß es auch nicht. Irgendwie komme ich auch so, ich hätte gerne so die Kamera ein bisschen weiter weg und irgendwie, ich weiß nicht, das ist alles sehr ruppig. Ich bin froh, wenn ich hier nicht ganz so schnell die Orientierung verliere. Oh, ihr seid wohl, ihr haltet euch wohl ganz toll, ne? Ihr haltet euch für richtig geil. So. Hä? Hä? Genau. So, konnte ich jetzt hier irgendwas einsammeln? Ich gehe noch einen ganz großen Schritt zurück und gucke wieder hier rein. Hier ist zwar was umgeworfen, davon kann ich mir aber diesmal nichts nehmen. Da könnte ich lang. Na gut. Ist hier noch irgendwo irgendetwas? Ich möchte mich nur hier entsprechend kurz umsehen. Ja, das nehme ich oben jetzt hier. Habt ihr gesehen? Hier.
Wisst ihr, Energiesteine, 3 Stück. Läuft. Und hier, das kann ich auch mitnehmen. Gucken wir mal. Manganstallbahn. 3 Stück. Hat's doch gelohnt. Okay, weiter geht's. Remington ist an unserer Seite, hoffe ich noch. Ja. Mann. Okay. Oh. Ja. Fangen wir mal an. Ihr Tunnelwürmer. Ganz nebenbei, für Würmer seht ihr ziemlich stark aus. Und ihr seid auch ziemlich stark. Und ihr macht auch verschiedene Geräusche, wenn ich auf euch einschlage. Das ist interessant. Oh, jetzt ist es zum Brei. Oh mein Gott, sie können in Sand umher schwimmen. Das ist eine Eigenschaft, die ich nicht sehr an Gegnern schätze. Dann ist er noch da, oder? Da ist doch irgendwie untergegangen im Sand, oder? Ist er noch da, der Gegner? Ich gehe mal davon aus, dass er weg ist. So, was haben wir hier? Industrieller Motor. Na gut, fein. Weiß ich jetzt nicht, ob ich den jetzt brauche. Also eigentlich schon, aber ich habe so viele. Kann ich irgendwas zu schlagen? Wichtigste Frage. Ist hier noch irgendwas? Aufsammeln. Nehmen wir mal mit. Energiesteine. Davon habe ich ja nicht schon mehr als genug. Toll. Ja, irgendwie bei meiner Vorspannkamera hier alles mal so ein bisschen absuchen. Ob ich hier auch alles mitgenommen habe. Man weiß es ja nicht, ne? Man möchte hier alles mitnehmen. So, okay, hier ist. Oh, ich kann schon hoch. Ich glaube, das ist nicht gewollt, dass ich hier so hoch komme. Oder? Ich weiß es nicht. Ich habe. Ja, okay, von hier hinten. Ich gehe trotzdem nochmal hinten lang. Hier könnte auch nochmal irgendwo irgendetwas liegen, was ich irgendwie vielleicht irgendwann mal mitnehmen könnte. Man weiß es nicht. Anscheinend nicht. Nein, gut. Sehr schön. Da. Okay. Okay. Wie komme ich schon mal hier hoch eigentlich? Ach so, ich springe auf die Kisten und dann hier. Okay. Ich versuche, den Raum strukturell zu erfassen. Oder so ähnlich. So, was gibt's hier? Hui, hui, hui. So, und hui. Ich kann nicht fassen, dass das geklappt hat. Ah, da kann ich aber auch einfach hochklettern. Na gut, für die langweiligen Leute unter uns geht das ja. Ich weiß gar nicht. So, muss ich hier irgendwie was aktivieren? Gucken wir mal. Das ist ein Schalter. Vielleicht für eine Tür? Wir brauchen einige Energiestellen, damit das funktioniert. Naja, wir haben noch einige, oder? Möchtest du 3 Energiesteine verwenden? Natürlich. Es funktioniert. Ja, Mann. Geil. Okay. Das hat jetzt auch offiziell erklärt, warum wir so viele Energiesteine haben. Warum kann ich denn hier drauf springen? Was soll das? Fährt mich das irgendwo hin? Von da? Ne, warte mal. Das hängt einfach nur so da. Das ergibt gar keinen Sinn. Spiel auf mich zu verwirren. Wow! Irgendwie bekomme ich hier gerade wieder so. Ich weiß nicht. Bei dem Spiel bekomme ich immer voll auf Bock auf Elder Scrolls. Das ist voll schlimm. Was mache ich? Natürlich spiele ich nicht Elder Scrolls. Ich spiele weiter mal Tablet Poacher. Komme ich von hier? Weiß irgendeiner, ob ich jetzt von hier kam? Wo bin ich? Wenn ja, wie viele? Oh Gott. Ich habe da gar keine Ahnung. Und eigentlich. Leute, ich möchte, dass wir uns alle nochmal gemeinsam darüber im Klaren sind, dass ich eigentlich hier in diesem Dungeon nur bin, um Remington sein Weidekörbchen zu geben, ja. Das ist, wird langsam ein bisschen ab Absurdum geführt, alles hier, aber okay, ich komme damit klar. So, ich bin jetzt hier und war schon irgendwie hier immer mal irgendwo. Ich habe jetzt einfach einen Punkt gesetzt, weil ich doof bin, so. Ich laufe einfach mal hier weiter, weil da, das sieht gut aus. Ich springe einfach mal hier runter, jetzt komme ich mit dem gleichen Miniboss. Oder ich war hier einfach schon mal. Ich habe keine Ahnung, wir gehen mal. Komme ich von hier? Ich komme von hier, oder? Es ist jetzt dieser peinliche Moment, wenn man merkt, dass man im Kreis gelaufen ist. Ich habe keine Ahnung, komme ich von hier? Anscheinend. Wo muss ich denn hin? Da unten sind Gegner. Da unten sind Gegner? Da ist noch ein Gegner. Oh, das ist Remington, man weiß es nicht. Handelsauftrag, wir brauchen hier einen Weidekorb. Ja, das ist Remington. Da unten sind noch Gegners. Ich glaube, da müssen wir unten hin. Sonst haben wir ja alles, glaube ich, platt gemacht. So, okay, ich habe keine Ahnung. Ich glaube, wir sind einfach im Kreis. Was mache ich hier eigentlich, ne? Was mache ich hier eigentlich? Nichts Gutes auf jeden Fall. Oh Gott, ey. Kann ich ab hier hoch? Ich weiß gar nicht. Was mache ich hier überhaupt? Oh. Ich glaube, das ist nicht gut, was ich tue.
Das ist nicht gut. Mach nicht diese. Da oben. Da von... Komm ich von da? Komm ich von da oben? Boah, ich hab grad keine Ahnung. Remington? Remington kommt auf jeden Fall angerannt. Der ist fleißig. Nicht so wie Sam, der einfach mal mittendrin verschwindet. Okay, war hier noch irgendwie was? Ich weiß es nicht. Ich laufe nochmal hier zurück. So, cool. Jetzt habe ich hier quasi den schnelleren Weg wieder raus freigeschaltet. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ich habe gerade absolut keine Ahnung, wo ich bin und wenn ja, warum, wo ich überhaupt hin will. Was bringt das hier alles gerade? Ich verstehe es nicht. Ich meine, ich bin da hoch, habe das aktiviert. Und nu? Ich laufe einfach... Das sind jetzt einfach alle Gitter hochgegangen. Alle! Das kann natürlich auch sein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Hier oben war es schon, nehme ich an. Boah, ich habe gerade keine Ahnung mehr. Ich habe gerade... Okay, Leute, ich habe offiziell die... Ich gebe es zu, ich habe die Orientierung verloren. Zum Glück weiß Remington, wo es lang geht, aber da läuft mir ja nur hinterher. Jetzt gibt es bestimmt 10 Millionen tausend Secrets und ich laufe gerade einfach mal an 20 davon vorbei. Aber das ist okay. Oder auch nicht. Okay, das ist auf jeden Fall was, was jetzt oben ist und vorher anscheinend mal unten war. Und hier auch. Okay, ich guck mal kurz auf die Karte, dass ich mir so ein bisschen eine Übersicht mache. Okay. Okay. Chef Honcho. Zellwurm. Okay, hier unten sind wieder ganz viele Gegner. Ist quasi, wir haben jetzt hier den weiteren Teil freigeschaltet. Hier kann ich anscheinend einmal im Kreis laufen. Das klingt super, das mache ich. Was ist das? Ja. Dann mache ich. Hier soll irgendwie... Hä? Ich guck gerade mal hier. Das ist aber noch unten. Okay. Okay. Und wenn ich hier lang laufe, kann ich hier irgendwie hier oben lang? Ich bin gerade irritiert, weil... Warte mal. Ich gehe nochmal kurz auf die Karte. Es tut mir gerade leid, Leute. Ich bin gerade wie so ein bisschen im... Derpy-Abenteuer-Modus. Was ist das denn für ein Punkt? Ein Zellwurm. Hä, wie? Wo ist denn da ein Zellwurm? Hier ist kein Zellwurm. Aber hat mir ein Zellwurm angezeigt? Bin ich auf der falschen Ebene oder was? Ich laufe einfach mal weiter. Oder komme ich von hier? Da gibt es alles gerade keinen Sinn. Ich glaube, ich laufe jetzt hier wieder im Kreis. Ne? Ich gucke gerade so unten auf die Minimap, was ich hier gerade tue. Und ich glaube, das, was ich hier gerade tue, ergibt gerade mal absolut keinen Sinn. Das ist okay. Das ist okay. Ich glaube, das Spiel verlangt von mir, dass ich gegen diesen Fettwanz kämpfe. Bin mir nicht sicher. Aber ich befürchte es. Gut, wo ist denn dieser Fettwanz? Wo komme ich denn? Warte mal. Nee, halt, stopp, ich muss nochmal zurück. Alter, meine Orientierung ist gerade mal wieder so im Arsch. Da war doch dieser kleine Boss. Und ich denke mal, das Spiel möchte, dass ich den in den Arsch trete. Und deswegen mache ich das jetzt einfach mal, oder? Ja, das mache ich jetzt. Remington, ich renne so schnell, dass Remington sich teleportieren muss. Oh, wo geht's denn hier hoch? Keine Ahnung. Hier oben ist auch so eine Kante. Ich finde das nicht okay, wenn hier irgendwelche komischen Kanten sind, auf denen man theoretisch langlaufen könnte. Spiel macht das nicht. Oh Gott, ich komme da hoch. Ich klitsche mich! Ich habe mich hochgeklitscht. Bringt es mir jetzt irgendwas, dass ich jetzt hier langlaufen kann? Hat es von irgendjemandem jemals so gewollt, dass ich das kann? Ich weiß es nicht. Egal, ich ignoriere das jetzt einfach mal und ich gehe jetzt zu diesem Fettsack dort. Ich gehe zu dem jetzt einfach hin und sage, jo, was geht? Ich mache dich jetzt fertig. Das sind also die alten Schächte. Ich weiß, dass du auf dich aufpassen kannst, aber sei jetzt besonders vorsichtig. Manche sagen, hier im Untergrund befinden sich immer noch Leute aus der alten Zeit. Sehr menschlich dürften sie aber nicht mehr sein. Wir sind tatsächlich einige Spuren gefolgt, haben aber nichts gefunden. Daher glaube ich nicht, dass es stimmt. Gruselig ist es trotzdem. Okay, ich gehe dann mal zu dem Typen dahin. Ja, hallo, Entschuldigung. Oh. Alter. Wieder mir mal direkt in die Fresse ballert. Naja, der haut den Damage raus, der junge Mann. Der haut den so richtig raus. Wow, Herr Chef Honcho.
Ey, was soll das? Wieso? Mach nicht diese. Oh, ich hatte mal ein bisschen... Ich gehe mal hier mit woanders hin. Ich habe gerade relativ viel Leben verloren. Ich habe doch hier irgendwo Wundsalbe da. Wie viel bringt die denn? Oh, das ist ganz gut. Da nasche ich mal ein bisschen von. So. Wir haben schon die Hälfte abgezogen. Oh, läuft doch. Wir haben schon 3/4 abgezogen. Oh, boah, da haut ja rein. Und Remington. Remington ist raus. Remington ist... Nein, er ist nicht raus. Remington setzt nochmal an. Na komm, das letzte Zehntel. Oh, ich muss aufpassen. Das letzte Fünftel. Ah, ich glaube, dann... wo ist hier nochmal? Habe ich die jetzt völlig weggenascht? Habe ich mir jetzt so richtig krass gegönnt? Ups. Dann würde ich sagen, Remington macht den Rest. Remington, du machst das! Oder ich... Wow! Tierfett, Fell, Seegras. Wir haben ihn richtig gebattelt. So, verdichteter Energiestein. Was gibt's denn hier noch? Ist hier noch etwas? Da ist eine Kiste. Die würde ich gerne mitnehmen. Ja, ich bin Fan. Ich gucke mal ganz kurz. Ist hier noch was drin? Nee. Erstmal kurz umsehen. Okay. Und ja, ich weiß, ich bin fast tot. Es war ein harter Kampf. So, ich glaube, das ist jetzt aber so gewollt, oder? Ich muss doch irgendwie... Oh, leckt mich doch. Okay, man kommt, glaube ich, auch leichter ran. Ich mache es hier wieder überkompliziert. Oder? Kommt man doch nicht anders ran? Ich habe gerade keine Ahnung. Oh Mann, Spiel. Lass mich schon in die Kiste. Hä? Unsichtbare Wand? Unsichtbare Wand, das ist doch ein Foul. Hä? Was war das? Wie komme ich an die Kiste? Spiel? Spiel? Lässt du mich... Spiel... setzt unsichtbare Wand ein. Das war sehr effektiv. Wie komme ich denn da ran? Ich muss doch hier so hinten rum. Ich will an die Kiste, Leute. Leute, ich kann nicht anders, bis ich... Oh, ich sehe jetzt schon, dass ich mich hier irgendwo festglitsche. Oh Gott, Leute. Es ist passiert. Habe ich es geschafft? Habe ich mich festgebockt? Ja, war ich so? Verdammt. Ich glaube, es ist passiert. Ich kann jetzt aber auch nichts machen, um hier wieder rauszukommen, vermute ich. Ich sitze jetzt hier fest. Und bei euch so? Da kann ich wohl nichts mehr machen. Ich kann, glaube ich, wirklich nichts machen. Ich kann höchstens dafür sorgen, dass meine Ausdauer... Nee, geht auch nicht. Ich habe gerade überlegt, aber das scheint erst nicht zu klappen. Ich wollte doch einfach nur an die Kiste ran. Ich glaube, jetzt muss ich nochmal alles von vorne machen, liebe Freunde. Alles, was ich gespielt habe, nochmal von vorne, weil ich nicht gespeichert habe. Das Spiel ist so fies zu mir manchmal. Das ist unglaublich. Weißt du, wenn das Spiel schon nicht abstürzt, macht sowas. Ich hätte wirklich die PC-Version spielen sollen. Na gut. Die Folge ist auch schon wieder relativ fortgeschritten. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen und sage ciao und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ihr Mädels Played My Time at Potion. Bis zum nächsten Mal.